Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Mein heutiger Studiogast ist Birgit Capodifero. Sie hat eine Heilung erfahren, und zwar eine medizinische Heilung, aber nicht nur das. Bei ihr kam es zu einer ganzheitlichen Heilung. Und was wir darunter verstehen, das und mehr jetzt im Gespräch mit Birgit. Und zuerst einmal heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Es ist ja immer so eine Sache, Birgit, wenn man von schweren Zeiten im Leben berichtet, aber dann auch von den guten Seiten. Und ich danke dir jetzt schon für deine Offenheit. Danke auch fürs Dasein. Birgit, du warst viele Jahre warst du auf der Suche. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen, auf der Suche? Ja, wenn ich das so genau rückreflektiere, dann war ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und es war so, dass ich als junger Mensch immer den Traum und den Wunsch gehabt habe. Ich habe genau gewusst, was ich will. Ich wollte eigene Familie, ich wollte Kinder, ich wollte mit Kindern arbeiten. Das war meine große Leidenschaft, mein großer Wunsch. Und ich habe dann auch den passenden Mann gefunden und wir sind in Flitterwochen gegangen und wir haben das Tauchen angefangen und wir haben ein bewegtes Leben gehabt und ich habe einfach gesagt, wenn ich eigene Kinder habe, dann möchte ich Zeit für sie haben und ich wollte aber erst das Leben genießen. Und dafür haben wir viel gearbeitet, dass wir uns auch die Ferien haben leisten können. Und durch das haben wir uns wie ja, auseinandergelebt. Und die Ehe ist dann eigentlich gescheitert schlussendlich, weil wir sehr viel gearbeitet haben. Und dann habe ich aber gedacht, okay, gut, neue Wege. Bin dann nach Ägypten als Tauchlehrerin, war auf der Suche nach einem neuen Ziel, nach einem neuen Glück. Und das war auch sehr schön, es hat mir super gefallen. Aber ja, die Zeit am Roten Meer als Tauchlehrerin war gefährlich. Es waren schwierige Tauchgänge, ich bin in persönliche Schwierigkeiten reinkommen. Und ja, es war eigentlich da schon wie so das erste Wunder, dass ich lebend wieder heimkommen sind, dank der Gebete von meiner Mutter. Stichwort eben Gebet. Gebet von deiner Mutter, obwohl du damals eigentlich ja noch nicht eine persönliche Beziehung hattest mit Gott. Nein, ich bin katholisch erzogen worden und habe immer an Gott geglaubt. Aber was es wirklich ist, welche Tiefe und was es bedeutet, ich war eigentlich so dieser Feuerwehrchrist, der einfach dann betet, wenn er in Gefahr ist, wenn er in Not ist. Das habe ich gewusst, wie ich es machen muss. Und das habe ich dann in den Momenten, wo es dann schwierig war in meinem Leben, auch gemacht. Mhm. Und dann bin ich einfach von Ägypten dann weiter. Also ich habe dann Fallschirmspringen, Tauchlehrerin. Ich habe einfach so, ja, auf der Suche nach einem Kick, nach was Besonderem, nach Erfolg. Das war so, ja, der Sinn des Lebens einfach. Und das hat mir sehr viel Energie und Kraft gekostet. Irgendwann bin ich dann durch eine Beziehung, durch einen anderen Mann dann in die Schweiz gekommen und eigentlich wollte ich im Ausland bleiben als Tauchlehrerin. Die Idee war irgendwie in Australien zu sein und ja, bin dann aber schlussendlich in der Schweiz gelandet. Auch deine Suche hat dich ja zeitweise in die Esoterik geführt. Oh ja. Und du hast dort gesucht und auch vieles ausprobiert. Mhm. Du warst ja Reiki-Meisterin. Ja. Aber so richtig geklappt hat das auch nicht. Es hat nicht geklappt. Also was interessant war, meine Schwester, die Multiple Sklerose hat, die hat mich damals immer angerufen und ich habe fernheilen können und ich habe aber nie komplette Heilung. Es war einfach immer so, sie hat angerufen, ich habe mich dann unter ja das göttliche Licht und habe immer in der Vorstellung und in dem Glauben, dass es mit Gott war, habe ich sie heilen können, aber es war nie so, dass diese Heilung komplett war. Also sie hat die Krankheit 20 Jahre gehabt. Und als ich dann selber krank geworden bin, habe ich mir selber nicht helfen können. Das war das Kuriose bei dem Ganzen. Das war ja dann 2006. 2006 kam die Diagnose. Mhm. Oder zuerst einmal, du wurdest krank, kurz nachdem du eine neue Arbeitsstelle angefangen hattest. Genau. Und dann musstest du letztlich, oder man hat zuerst gedacht, irgendwie, das ist vielleicht die Psyche. Mhm. Das war ja lang. Eine lange Zeit. Ja, ein Jahr. Ein Jahr, bis man dann festgestellt hat, Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs. Genau. Und das war ja eine ganz happige Zeit für dich. Das war sehr happig für mich, weil ich war davor ein Jahr lang arbeitslos. Ich habe eine L-Bewilligung gehabt. Ich war dann Single, habe mich getrennt von meinem damaligen Freund. Ich war auf Wohnungssuche, war psychisch am Ende. Es sind eigentlich so Depressionen gewesen. Es hat mich bissen. Ich war ein nervliches Wrack. Und ich habe eine neue Stelle angefangen, habe eine Woche gearbeitet und habe es nicht mehr ausgehalten und bin dann freiwillig
ins Unispital in Zürich und bei einer stationären Behandlung haben sie das dann eben festgestellt und dann hat es eben geheißen Krebs und für mich war meine größte Angst in dem Moment nicht der Krebs, sondern die Existenzängste, dass ich meinen Job wieder verliere. Aber ich habe ja die beste Chefin, was man sich wünschen kann, ja, zu dem Zeitpunkt gehabt und sie ist Christin und sie hat gewusst, dass sie mich weiter behalten soll. Also sie hat es wie im Gebet eigentlich von Gott gehört gehabt, schon vor meiner Einstellung. Und das war dann auch der Grund, dass sie mir nicht gekündigt hat und dass ich meinen Job habe halten können. Du warst ja dann eine längere Zeit im Spital und man hat während dieser Zeit, während dieser Behandlung, hat man dann festgestellt, dass noch ein zweiter Tumor dort war, hinter deinem Brustbein. War das so? Also der ursprüngliche Tumor war hinter dem Brustbein und sie haben dann noch einen festgestellt, das war am Hals ein Lymphknoten. Okay. Und aufgrund dessen hat es dann geheißen, es war sehr untypisch und dann hat es geheißen, es braucht eine Hochdosis-Chemotherapie mit Stammzellentherapie. Und das war für mich, wenn man so diese Patienteninformationen durchliest, das ist wie wenn man sein eigenes Todesurteil unterschreibt. Also ich habe am Anfang, wo ich das gehört habe, ich habe Krebs und ich habe gedacht, okay, gut, das ist, sie haben jetzt Gott sei Dank was gefunden, ich bin nicht am Durchdrehen, weil das hat es ja ein Jahr lang geheißen. Und dann habe ich einfach, ja, das gar nicht so wirklich für ernst genommen. Aber wo ich dann gesehen habe, was das eigentlich alles bedeutet, was die ganzen Risiken, was da alles kommt, habe ich mir mal für eine kurze Zeit lang doch meine Gedanken gemacht. Aber irgendwo habe ich so dort schon immer den tiefen inneren Frieden gehabt. Und ich denke, das hat mit dem zu tun gehabt, weil ganz viele Leute in meinem Umfeld haben betet für mich. Meine Mutter hat betet und meine Tante ist zum Wallfahrten und ich habe ganz viele Leute im Hintergrund gehabt, die für mich eingestanden sind. Und ich denke, das war die Zuversicht, der tiefe innere Frieden bei mir, dass ich gewusst habe, ich werde es überstehen. Und diese Hochdosis-Chemo, die war ja so, kann man sagen, sowas von auch aggressiv oder intensiv, dass eine Freundin, die dich ja besuchen kam, nach dem Anschluss oder gerade dort am Ende dieser Therapie, die hat ja gesagt, nachher zu ihrem Mann, sie glaubt nicht, dass sie dich nochmal leben sehen wird. Ja. So warst du gezeichnet. Ja. Ich habe mich gefühlt und ausgeschaut wie eine 80-jährige, 90-jährige Frau. Und das hat sie gesehen und sie hat gesagt, sie ist heimgegangen und hat gesagt, sie ist mit Tränen heim und hat gesagt, das war das letzte Mal, dass wir Birgit lebendig gesehen haben. Aber sie hat damals betet die ganze Zeit und hat dafür betet, dass ich den Weg zu Jesus finde. Das war ihr Gebet und es ist Halleluja, erhört worden. Und das ist fantastisch, weil das führt uns jetzt eigentlich auch zu diesem Bereich eben der ganzheitlichen Heilung. An dieser Stelle möchte ich, und ich denke, wir sagen das auch zusammen, wir sind sehr dankbar auch für die Medizin, für die Möglichkeiten, die wir haben hier auch in Westeuropa, wirklich gute medizinische Versorgung. Aber wie gesagt, Birgit wäre nicht hier, Wunder heute hat ja damit zu tun, dass es muss noch irgendetwas mehr geben als rein die medizinische Heilung. Und das war ja dann ungefähr ein Jahr später, Birgit, dass dich deine damalige Chefin, sie hat dich eingeladen zu einem Gottesdienst. Sie hat zu mir gesagt, sie hat immer noch gemerkt, dass ich auf der Suche bin. Also der Sinn des Lebens war ich immer noch am Suchen. Ich habe zwar die Krankheit überstanden gehabt, aber dieser innere Unfrieden, das nicht wissen, was das eigentlich alles soll, zwar jetzt eine schwere Zeit überstanden haben, aber trotzdem nicht wissen, was das Ganze soll, hat mich dann dazu geführt, dass ich dann in einen Gottesdienst gegangen bin. Und dort habe ich das erste Mal gehört, dass ich Jesus bewusst ja zu Jesus sagen muss und ihn aufnehmen muss in mein Leben und dann wird sich was verändern. Und dann war es für mich, wow, wenn das alles ist, was ich machen muss, dann sofort. Und dann war der Aufruf und ich bin vorgegangen und habe mein Leben Jesus übergeben und von dem Tag an hat sich mein Leben um 180 Grad verändert. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Wenn du jetzt heute so zurückschaust, du weißt, Gebet war ein Schlüssel. Besonders deine Mama, die da gebetet hat und über Jahre treu gebetet hat, dass ihre Tochter diesen Weg, diesen Zugang zu Jesus Christus auch findet. Und aber auch andere, die dich begleitet haben, immer so an speziellen Wegstrecken auch in deinem Leben und auch mitgebetet haben und dann ist das geschehen. Und du hast dann erfahren, dein Leben hat sich verändert. Du hast ja dann auch eine Bibelschule besucht. Auch das zeigt, du wolltest dich
dann wirklich mit diesem Jesus tiefer auseinandersetzen. Ja, ich wollte sehen, ob das funktioniert, was in der Bibel steht. Ich habe es nicht gerade unbedingt alles so eins zu eins gelesen und glaubt, sondern ich habe alles versucht einfach umzusetzen. Das, was ich im Gottesdienst gehört habe, das, was ich in der Schule gehört habe, das habe ich ausprobiert. Also ich bin eigentlich Täter des Wortes geworden und das hat funktioniert und darum habe ich ganz viele verschiedene, kleinere und größere Wunder, Gebetserhörungen und all das gehabt in den letzten knapp 5 Jahren. Wenn du jetzt schaust, was hat sich so in den letzten Jahren seit dieser Hinwendung oder Umkehr zu Jesus Christus, was hat sich so entscheidend verändert in deinem Leben? Da fällt mir einfach ein Bibelvers ein, wo es einfach heißt, ja, Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und für mich, ich war auf der Suche nach dem Weg, nach dem richtigen Weg, wohin soll ich gehen? Ich war in verschiedene Länder und war da immer auf der Suche und ich habe die Wahrheit erkannt. Also erstens mal habe ich festgestellt und habe erkannt, dass es ganz egal ist, wo ich bin auf der Welt. Wenn ich mit ihm verbunden bin, kann ich im Himalaya sein oder in Hongkong, in der Schweiz, in Österreich. Es ist ganz egal. Er ist bei mir und es ist wurscht, ob ich beim Tauchen, beim Bergsteigen, beim Segelfliegen oder beim Bungee-Jumping bin. Das wird eigentlich gar keine Rolle spielen, aber das brauche ich alles gar nicht mehr, weil ich die Wahrheit erkannt habe und das hat er mir aufgezeigt, dass es diese Kicks nicht mehr braucht. Ich habe erkannt, dass die wirkliche Wahrheit ist seine Liebe, das ist, die gibt den tiefen Frieden und ich brauche all diese Herausforderungen, was ich früher gesucht habe, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt ist einfach mein Ziel, dass Menschen, die auf der Suche sind, wo finanzielle Ängste haben, wo gesundheitliche Probleme haben, wo Beziehungsprobleme haben, all das, wo ich durchgemacht habe, was ich erlebt habe, wo Lebensängste haben vor Menschen, vor Situationen, vor all dem, dass es da eine Lösung dafür gibt. Und das ist der Riesenunterschied und das macht glücklich und heute bin ich Single und ich bin glücklich und früher war ich immer, habe ich mir gedacht, Männer müssen mich glücklich machen. Mein Partner ist der, wo das auslöst, dass es mir gut geht und ich habe die Erkenntnis einfach gehabt und heute kann ich sagen, ich bin glücklicher Single und ich habe die Liebe Jesus in meinem Herzen und das ist so viel mehr wert wie alles andere. Das ist fantastisch, wirklich. Und dass es dir körperlich auch wirklich gut geht, dass du fit bist, das hat sich schon gezeigt. Eigentlich 2 Jahre nach dieser Hochdosis-Chemo bist du wieder tauchen gegangen, tauchen ohne Luft. Du hast an einer Schweizer Meisterschaft, gell, hast du mitgemacht und wurdest Schweizer Meisterin. Ja. Und das ist für normalerweise für etwas, wo man Jahre trainieren müsste. Also auch das ist doch... Ich denke, da kann man nicht anders sagen, als du bist wirklich wiederhergestellt. Das war eines so von der ersten Wunder. Ich wollte einfach testen, ob das ist. Ich habe immer große Prüfungsangst gehabt und so solche Sachen. Das war überhaupt nicht meins. Und ich habe innerhalb von 3 Wochen das fertiggebracht, was andere 3 Jahre dazu gebraucht haben. Und ja, die Tauchkollegen, die haben dann einfach gesagt, hey, probier das aus, geh auf die Schweizer Meisterschaft, du bist gut. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn das stimmt, dass er eigentlich so Druck, Sorgen, Prüfungsangst, dass er das alles wegnimmt, dann will ich sehen, ob das funktioniert. Und ich bin da hingegangen und es war in der Vorbereitung, ist alles anders gelaufen wie normal. Es ist eigentlich kein normaler Ablauf gewesen. Und es war wirklich so, dass ich die Ruhe in Person war. Ich habe meinen Kopf in das Wasser, ich habe das Vaterunser betet und ja, bin auftaucht und... bin Schweizer Meisterin geworden, das war grandios. Und für mich war das einfach er, das war nicht ich, das war er durch mich. Birgit, wenn man das so hört, man spürt das auch, da ist Leidenschaft, es geht wirklich mehr um einfach nur so gesund zu sein, obwohl das gewaltig ist, was du erfahren durftest. Und wenn man sieht, dass natürlich auch Medizin da unterstützend mitgewirkt hat, aber eben wir haben den ganzheitlichen Aspekt dort angesprochen, dass du heute sagen kannst, ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Amen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Amen. Es ist lebenswert zu leben. Und das ist jetzt nicht abhängig einfach von Umständen, ob es mir gut oder eben nicht so gut geht. Und wenn jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind ja auch in irgendwelchen Herausforderungen, was würdest du so quasi als letztes Wort unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch weitergeben wollen? Ich kann wirklich bloß sagen,
ja, habt den Mut, sagt einfach ja zu Jesus, gebt euer Steuer aus der Hand. Ich habe lang versucht, selber dieses Lenkrad zu halten und das hat mich wirklich fast den Abgrund getrieben. Und ich kann euch wirklich nur ermutigen, habt den Mut, macht den Schritt und sagt einfach ja zu Jesus. Und auch ihr werdet einfach sehen, auch du wirst einfach sehen, dein Leben wird sich verändern, weil das macht er nicht nur für mich oder das macht er nicht nur für die, das möchte er für jeden Menschen machen, weil wir haben einen liebenden Vater und ja, der Vater, der liebt seine Kinder und der liebt auch die, ganz egal in welcher Situation du bist, ganz egal wie schlecht das du warst. Auch ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Das hat nichts damit zu tun, ob man Sünder ist, ob man schlimme Sachen gemacht hat. Ja, Jesus liebt jeden und er liebt die und habe einfach den Mut und sage ja zu ihm. Ein schönes Schlusswort. Das durftest du erleben, das durfte ich erleben. Und es wäre sehr egoistisch, wenn wir diese gute Nachricht für uns behalten würden und sie nicht weitergeben würden. In diesem Sinn, ich wünsche dir auch von Herzen, Birgit, Gottes Segen auf deinem weiteren Lebensweg. Danke. Und das wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, auch von ganzem Herzen. Sie haben es gehört. Lassen Sie sich auf diesen Schritt ein. Kehren Sie um zu Jesus Christus, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und wenn Sie auch Fragen haben, wenn Sie gerne auch Birgit kontaktieren möchten, ihr schreiben möchten, wenn Sie Fragen haben oder auch uns, eingeblendet finden Sie die E-Mail oder unsere Website. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden und natürlich auch, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.